Wow, was für ein Ausblick von der Besucherplattform. Und hier treffen wir auch auf die ersten Affen, die gar nicht scheu einfach zwischen den Menschen so ihr Ding machen. Wer sich im Naturreservat auf dem Felsen bewegen will, muss ein Tagesticket kaufen. Dafür darf man dann alle Attraktionen betreten, wie den Skywalk. Nichts für Menschen mit Höhenangst. Ich guck nicht runter. Oh Gott, okay, das ist schon ein bisschen... Hoppala, hättest du es nicht gesagt, hätte ich gerne runtergehoben. Fühlt sich schon ein ganz bisschen komisch an. Aber schön. Auf zur nächsten Attraktion. Der Felsen von Gibraltar ist auch bekannt als der Hohle Berg. Er ist voll von Tunneln und Höhlen. Fasziniert betreten wir dieses Besucherhighlight. Im Inneren erwartet uns dann eine Mischung aus Musik und Lichtshow. Das haben wir in anderen Tropfsteinhöhlen so noch nicht gesehen.